Willkommen zurück zu Yoshi's Crafted World. Es wird wieder Zeit, ein paar Souvenirs zu sammeln. Angefangen mit dem Flaschengeist. Oder beziehungsweise dem Lampengeist. Nennt es sich, glaube ich. Ist sehr leicht zu finden, gleich am Anfang. Und ich glaube, das sticht schon sehr deutlich heraus, welche Lampe jetzt ein Gesicht hat und welche nicht. Ja, das finde ich auch, deswegen gebe ich dir jetzt mal eine Blume. Ja gut, du hättest doch eigentlich auch selber suchen können, oder nicht? Ja, schon, aber ich hatte irgendwie keinen Bock dazu. Deswegen, weil ich ja dazu es mache, sondern ich habe immer so noch was keinen Bock, nämlich 5 Helme zu sammeln. Die hängen als Deko im Samurai-Schloss herum. Ich bräuchte 5, ja? Dann hole ich die auch für dich. Das erste Helmchen, was man hier suchen sollte, ist gleich hinter diesem Tor hier. Also nicht schwer zu finden. Der zweite ist doch ein bisschen weiter weg. Nämlich hier, wo die Würfel runterkommen quasi. Die Würfel mit den Stacheln, ihr wisst schon. Und der dritte ist hier beim... Ich nenne ihn mal Raum der vielen Stacheln. Ne? Der vierte befindet sich hier bei der Passage, wo sehr viele Samurai-Krieger auf einen warten. Ne? Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie soll man den erreichen? Ne? Einfach so. Ich dachte eigentlich, wir müssen... Jetzt fehlen mir natürlich die Eier. Naja, ihr wisst jetzt, wo es ist. Ihr müsst jetzt hier nicht noch zuschauen, wie ich mir neue Eier hole. Und den letzten habe ich natürlich mal wieder übersehen. Er ist in dem anderen Raum mit den Stacheln, ne? Wenn man die Sprungfeder benutzt. Kann man eigentlich schon drauf kommen, aber ich habe halt ein Peanut-Hirn, ne? Der Spruch habe ich übrigens von einem YouTuber geklaut. Ihr könnt ja gerne mal erraten, welcher das ist. So, damit werden wir auch fertig und können die nächste Grinseblume einsacken. So, was ist deine nächste Mission? 2 Bonsai-Bäume. Zu finden auf der Rückseite des Schattenwandhauses. Eier tun denen nicht weh. Das tut es eigentlich bei keinem. Der erste ist gleich am Anfang, nämlich hier. Ich finde übrigens die Steiger da hinten lustig. Die sehen irgendwie aus, als würden sie rauchen, obwohl sie nur die Schwerter in der Hand halten. Ja, und der zweite ist ungefähr bei der Hälfte. Ich bin auch froh, dass es zumindest nur 2 sind, weil das erspart mir einiges an Zeit. Und ich bin sowieso kein großer Fan von Scrolling-Leveln. Also von daher passt das schon, ne? Obwohl das Level ein gutes Prinzip hatte. Ja, das finde ich auch. Aber hier kriegst du noch eine Blume. Und ich habe die nächste, nämlich ich brauche 5 goldene Shuriken. Die finden sich hier bei einem Ninja-Haus. Ist bestimmt nicht einfach, alle zu finden. Ja, davon gehe ich leider aus. Ja, den ersten goldenen Shuriken kann man gar nicht verfehlen, weil er nämlich direkt am Anfang ist. Sehr leicht versteckt. Der zweite ist dafür ein bisschen besser versteckt, nämlich hier bei dieser Passage mit den ganzen Grashalmen. Der dritte allerdings ist wieder sehr einfach versteckt. Gleich neben dem zweiten, also halt ein bisschen weiter, da wo dann die Schiebetür aufgeht. Der vierte befindet sich, ja, ungefähr bei der Halbzeit auf dem Dach von dem Haus mit den aufklappbaren Türen, die man aber erstmal freischalten muss quasi. Und der letzte befindet sich am Ziel, wie ihr seht. Also an sich sind das schon Shuriken, die man nicht übersehen kann. Bis auf den zweiten, der ein bisschen versteckt war. Und wow, diesmal habe ich sogar alle im First Try gefunden. Ich habe erstmal gedacht, ich hätte einen übersehen, aber passt alles. Ja gut, ich gebe zu, die waren schon sehr einfach versteckt, deswegen war es keine große Herausforderung. Aber ich habe noch etwas. Ich brauche nämlich einen Kirschblütenwandschirmer. Sucht man auf der Rückseite des Samurai-Schlosses, kann man einen davon finden, ne? Ja gut, dann suche ich auch mal nach dem. Ja, also wer das übersieht, der sollte echt mal zum Augenarzt. Gleich am Anfang bei den Samurais. Zu finden übrigens. Also, das sollte wirklich jeder gebacken kriegen, ja. Boah, was ist denn hier los? Das ist ja alles voll einfach, das hätte ich alles selber holen können, ne? Aber gut. Ich habe sowieso keinen Bock darauf. Aber jetzt habe ich noch was. Ich brauche nämlich 4 Shy Guy Drachen. Die gibt's auf der Rückseite des Schattenwandhauses. Fliegen muss schön sein. Ja, nur fliegen ist schöner. Der erste befindet sich, ja, gleich am Anfang. Gleich nach der Passage mit den, Teppichen. Der zweite befindet sich, gleich nachdem man das zweite Schnüffelchen gefunden hat. Bisschen weiter weg. Der dritte, ich kann nicht zählen. Ist, ja, nach der zweiten Trennwand, wo auch das letzte Schnuffelchen ist.
Und den letzten kann man eigentlich nicht übersehen, denn er ist bei der letzten Rennbahn für dieses Level. Das war auch wieder sehr einfach. Irgendwie sind die Souvenirs im Ninja-Land alle sehr machbar. Komisch. Naja, waren das jetzt alle? Ich würde nämlich gerne heute noch normale Level machen, ne? Ja gut, schauen wir mal. Nee, ich habe da noch was. Ich brauche nämlich eine Korbschlange. Es heißt, dass in einem der Töpfe im Ninja-Haus ein schuppiger Freund steckt. Dann suche ich auch noch den. So, unsere kleine Topfschlange befindet sich in dem Raum, wo man den Schlüssel suchen muss. Nämlich genau hier im Hintergrund. So, da haben wir sie. Hoffentlich war das jetzt die letzte Quest, das letzte Souvenir, was wir hier holen müssen. Ne? Langsam habe ich nämlich keinen Bock mehr auf das Ninja-Land. Aber wahrscheinlich war es immer noch nicht, oder? Lass mal sehen. Scherz, natürlich war es das noch nicht. Ich brauche nämlich noch den Herr vom Samurai-Banner. Es bietet sich an, danach auf der Rückseite des Samurai-Schlosses zu suchen. Lol. So, der Banner taucht relativ am Ende auf, bei der einzigen Tür, die quasi so eine Art Schiebetür ist. Also kann man schon ganz leicht finden, wenn man ein bisschen aufpasst. Das haben wir ja getan, deswegen haben wir ihn gefunden. So, war's das jetzt oder muss ich noch mehr machen? Ne? Und wenn, dann lass ich bitte nur noch eine Sache suchen. Ne? Komm schon. Ne? Bitte. Tja, natürlich hat er noch was. 3 Asienlampen. Finden sich im Schattenwandhaus. Die sehen irgendwie total antik aus. Du bist auch ziemlich antik, weißt du das? Ja, die erste Lampe ist gleich am Anfang. Kann man eigentlich die. Normalerweise kann man die nicht übersehen, aber bei dem Scrolling-Level kann natürlich da einiges schief gehen. Ja, und die zweite befindet sich ungefähr bei der Hälfte nach dem ersten Checkpoint. Hier bei den Shuriken Ninja Shy Guys. Und die letzte befindet sich hier oben, wie ihr seht. Allerdings sollte man sich ein bisschen beeilen, ansonsten noch. Scrolling Level, ihr wisst schon, ne, was dann passiert. Und ich hoffe, dass es jetzt auch passiert, dass ich endlich alle Souvenirs gefunden habe, weil langsam regt es mich auf. Ich meine, wie viele will der denn noch? Ich habe noch andere Dinge in dem Part zu tun, als nur deine dummen Souvenirs zu jagen. Ja gut, aber ich meine, von irgendwas muss ich ja auch leben. Ich brauche noch Screentime. Danke, Edchild. Endlich ist das Ninja-Land auch zu 100% fertig. Das Problem ist, im nächsten Part erwartet mich schon das Dschungelland. Aber jetzt kümmere ich mich erstmal um die wichtigen Dinge des Lebens. Nämlich das Outfit für heute. Und zwar nehme ich heute. Ach, weil ich mich gerne hochsprengen würde. Ah, nee. Nee, nein, nein, sonst. Das ist wahrscheinlich nicht werbefreundlich. Den Ra. Sorry. Den Raben. Der gleichzeitig auch was mit dem Mond zu tun hat. Denn wir müssen natürlich noch hier beim Dschungeltour-Match, wo ich jetzt auch alle 3 Blumen habe, die Schnüffelchen finden. Ne? Habe ich auch endlich den Satz zusammengekriegt, sehr schön. Ne? Und danach kommt wohl schon der nächste Bosskampf. Aber gegen wen bloß? Das ist die Frage. Wir müssen uns dann den nächsten Traumstein verdienen. Ne? Oder Traumjuwel, so hießen die Dinge genau. Ja, aber es wird jetzt auch erstmal der letzte Yoshi's Crafted World Part sein. Ne? Denn ich weiß ja bald den Urlaub und da werde ich keine Videos aufnehmen können, geschweige denn hochladen können, weil ich da absolut kein WLAN besitze. Aber gut, vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht. Mal 2 Wochen ohne WLAN zu verbringen. Oh, da ist das erste Schnüffelchen. Fuck, ich habe ihn verfehlt. Na gut, dann kann ich gleich neu starten. Das ist ja echt fies. Man muss ja quasi alles richtig machen. Ne? Man muss quasi wissen, wo die Schnüffelchen sind. Wie viel Zeit bleibt mir? 4 Minuten. Also zumindest ist die Zeit ganz gut machbar. Immerhin etwas. Ich muss also vor allem auf das Floß achten. Da darf ich jetzt gar nicht mal so sehr auf Topic-Themen auspacken. Ne? Heben wir uns das einfach für später auf. Ich meine, wir machen ja noch ein paar Level. Ich meine, das Souvenir-Sammeln hat lange gedauert, aber das kann ich jetzt zumindest so zusammenschneiden, dass der Part dann nicht so lange hier ist, wie es eigentlich nicht wäre. Und ich krieg's nicht an, diese verdammte Schnüffelchen zu fassen. Ne?
Okay, ein Versuch noch und danach schneide ich. Wenn es dann immer noch nicht klappen sollte. Weil dreimal dasselbe müsst ihr ja jetzt auch nicht sehen, ne? Aber der fährt doch so langsam und es passiert dann nichts, und dann kommt auf einmal so ein Floß daher und da ist dann das Hündchen, ne? Wie fies ist denn das bitte? Warte, jetzt kommt's gleich. Nein, ich bin so ein verdammter Schieler. Okay, Schnitt. Na endlich! Ich dachte schon, ich hab's ja schon wieder verpasst, aber jetzt habe ich es endlich geschafft, das erste Stufchen zu kriegen. Aber das Problem ist, es ist gerade mal das erste. Wie fies werden dann die anderen zwei sein? Also bis jetzt sehe ich hier noch keins. Vor allem die machen noch gar keine Geräusche, habe ich das Gefühl. Hä? Wieso ist das schon das Ziel? Das Level kann auch unmöglich schon vorbei sein, ne? Okay, immer noch nichts zu sehen, ne? Wo ist denn das zweite? Glaube ich, das ist eins verpasst. Oh, warte, bestimmt kommt es da gleich runter, oder? Nö. Hätte ich es den Entwicklern irgendwie zugetraut. Das ist jetzt einfach von da. Ah, oh, das ist doch das. Ah, ne, ist schon das zweite. Passt alles, stimmt. Das erste ist immer blau, das zweite ist schwarz und das letzte ist rosa. Okay, passt alles. Gut, wir haben nichts verpasst bisher. Aber das hat man ja auch noch ganz gut gesehen. Hier könnte ich mir vorstellen, dass ein versteckt ist. Ist aber nicht der Fall. Und das Floß da hinten ist auch irgendwie verdächtig. Ich glaube, das letzte wird dann einfach da drauf plumpsen. Doch hier könnte auch noch was sein. Aber hier sehe ich jetzt keinen Stoffelchen. Vielleicht hinter den Büschen irgendwie. Die ich aus irgendeinem Grund nicht mehr anvisieren kann. Ne, das sind nur normale Shy Guys. Einer, der nur Orange aus irgendeinem Grund trägt. Aber kein Schnüffelchen, ne? Ach, schuldig, dass ich mir jetzt hier nicht so viel reden kann, ne? Aber ich muss mich hier echt konzentrieren, ansonsten könnte ich wieder irgendwas verpassen, ne? Das kommt mir sonst sehr, sehr schwer vor. Da hinten ist es! Komm, beweg dich doch nicht mal. Yes, ich hab's geschafft. Wir haben alle drei. Jetzt muss der Zug nur noch ins Ziel kommen. Gut, dann kann ich ja jetzt nochmal reden. Also das hier ist, so gesehen, erstmal der letzte Yoshi's Crafted World Part, der online kommen wird für 2 Wochen. Weil dann bin ich mit meiner Familie in Spanien, im Urlaub in Spanien. Und da werde ich kein WLAN haben. Beziehungsweise auf einer Insel in Spanien, Sardinien, falls ihr das kennt. Und das heißt, ich kann da weder Parts produzieren, noch welche hochladen. Und generell werde ich, was Social Media und so angeht, auch nicht wirklich präsent sein. Ja, wollte ich einfach nur noch gesagt haben. Und jetzt kommt der Boss! Na, aber erstmal brauche ich 20 Grinseblumen. Ja, die kannst du haben, mein Freund. Ja, nimm sie. Das sollten hoffentlich genug sein, ne? Ich meine, ich habe ja zum Glück so viele. Ja, ist voll korrekt von dir. Und jetzt mache ich dir mal den Weg frei. Bis auf der Suche nach Traumjuwelen, habe ich recht? Ja, natürlich, das waren deine Kollegen nämlich auch schon, ne? Haben mir meine Brüder zumindest erzählt. Und da war so ein Assi in sie und der hat irgendwie Scheiße gebaut und... Ja, jetzt ist er halt hier und will dich wahrscheinlich herausfordern. Ja, fragt sich nur inwiefern. Ein Riesenkroko? Okay, das ist der Boss. Ist mal was Originelles. Genauso wie die Katze, in die jetzt gleich kommen wird. Mal schauen, was diesmal das Problem ist von Baby Bowser und von Kamek. Ach, die sind mit dem Zug unterwegs? Ne, offenbar nicht. Ne, das sind wir, die mit dem Zug unterwegs sind. Achso, die haben ihren eigenen. Okay, gut. Versuchen wir jetzt hier nach dem Motor. Nach Kohle.
Wow, das Teil ist ja voll krass. Viel cooler als mein Schlitten. Ich will einen Riesenzug. Ah ja, zerstreut halt. Unser vorrangiges Ziel ist die Suche nach den... Aber ich will so einen Riesenzug. Meiner ist viel zu klein und zu uncool. Ich will einen Krokozug. Ich will. Dazu ist keine Zeit, euer Dringlichkeit. Wir müssen die Juwelen viel... Ach du, mit deinen dämlichen Juwelen. Mach mir einen Krokozug. Jetzt sofort. Das kommt gar nicht in Frage. Du bist so fies und mies. Genug, heute bestimme ich. Alles klar. Aber ist Babyboss nicht schon mit deinem Boss? Ey, Yoshi, steht da nicht so dumm rum. Hilf mir gefälligst. Du lässt doch nicht zu, dass Kamek so irgendwie umspringt, oder? Für wen bist du? Für mich oder für Kamek? Für keinen. Aber am ehesten noch für Kamek. Lol. Lol. Ja, wir haben echt Wichtigeres zu tun als so einen dämlichen Krokozug. Was? Wer hat dich denn gefragt? Du? Wie kannst du das wagen, seine Aufbrauslichkeit zu ärgern? Das ist unverzeihlich. Wieso? Er wollte doch eine Antwort von mir. Ich machte den coolsten Zug, den euer Unersättlichkeit je gesehen hat. War jetzt doch ein Krokozug? Ach, wahrscheinlich ist das der Boss. Aha. Also der Boss ist ein Krokodil, was mit einem Zug fusioniert ist. Kennt man ja irgendwo. Wie wird das jetzt aussehen? Okay. Leute, der hat sogar einen Bowser-Motor oder wie auch immer man das beim Zug nennt. Heizkessel. Ich glaube, so nennt man das bei so einem dampfbetriebenen Zug. Heutzutage würde man das Motor nennen, aber es ist ja noch ein dampfbetriebener. Krokolok heißt der Boss. Und er ist auf einmal lila geworden. Wahrscheinlich wegen den Waggons. So, und wie bekämpfe ich denn den? Wahrscheinlich mit meinem eigenen Zug irgendwie. Ach, danke für die Herzchen. Ach, ich glaube, ich weiß schon, was ich machen muss. Ich muss die Shy Guys hier schnappen. Die werfen entweder... oh, warte, jetzt bleibt der an. Ah, ich weiß schon, was seine Schwachstelle ist. Er greift mich dann irgendwann direkt an und dann muss ich seinen Heizkessel treffen. Oh, der versucht er mich zu rammen. Dann macht man den Waggons kaputt. Ich hab doch sonst keinen mehr. Oh, okay. Da ist doch schon eine neue Lok. Wobei, es sind auch nur Waggons. Als ob die einfach so auftauchen können. Komm mal her. Lustig, die Shy Guys haben sogar auch so eine Art Karton-Outfit. Ja, was ist das? Ist das Dynamit? Ah, nee. Das sah aus wie Dynamit, aber nein, das sind nur so Schranken, ne? Deswegen auch die Lichter da. Dann ist der geil gemacht. Der Boss hat was. Ach, das täuscht auch ein paar Mal an. Aber trotzdem bist du eine Null. Also die Bosskämpfe sind zwar sicher meistens ganz gut gemacht, aber sie sind halt viel zu einfach. Ich meine, ich habe ihm jetzt schon zwei Leben abgezogen und er hat mich nicht einmal getroffen, ne? Und auch damit wirst du mich nicht runterkriegen, ne? Meine liebe Krokolok. Ach, jetzt kommen schon vier Stachelkugeln. Sollen wir das anmachen? Okay, jetzt hat er mich doch einmal getroffen. Wobei, es war nicht mehr er selbst. Es war mit so ein dummer Schal, gell. Oh, es hat auch noch Raketen, ne? In Form von Holzstiften, ne? Oh, es sind nicht nur Raketen, der kann sie auch einfach als Walze benutzen. Oh, und währenddessen greift er an, ne? Wie fies. Aber gut, wenn er dann antäuscht, dann ist es gar nicht so schwer auszuweichen, ne? Und damit hat der Zug gehalten, ne? Der wird auf jeden Fall eine Verspätung haben. Von... Stimmt. Eine Verspätung für immer. Er wird nie an sein Ziel ankommen. Und wo ist es, das Traumjuwel? Hast du es? Ja, natürlich. Wie immer hat der Boss das Traumjuwel. Komisch, dass das Baby Bowser und Kamek dann nicht so verfinden, ne? Oder machen sie es mit Absicht? Tun sie mit Absicht die Traumjuwelen darin verstecken und wissen das in Wahrheit? Ah ne, ist glaube ich eher weniger.
Ich denke, die sind einfach zu blöd, das durchschauen, ne? Naja, jetzt haben wir schon 3 Traumjuwelen. Fehlen also nur noch 2. Wir haben schon ein gutes Stück von der Traumsonne wiederhergestellt. Wir haben es fast geschafft. Frage ist nur, wo gehen wir jetzt als nächstes hin, ne? Ja. Und der hier ist erstmal auf Eis gelegt. Ich würde das aber erst halt nicht dahin gehen, ne? Sondern es gibt hier noch diese Wüste. Und da ist bestimmt auch, da sind ja auch noch ein paar Level. Außerdem sehe ich, da ist ja noch ein Boss. Den habe ich ja vollkommen übersehen, ne? Oder? Das sieht zumindest so aus, als wäre da ein Boss. Da schaue ich mich jetzt am besten mal um. Wir müssen zwar ein bisschen hinlaufen, aber Bewegung tut ja gut, also von daher passt das. Und wir können auf die Weise auch nochmal sehen, dass wir halt dass wir schon ein gutes Stück vorgearbeitet haben. So viele Welten sind schon zu 100% gelöst. Was ist das hier? Sieht nach einer Wüstenwelt aus. Oh, ich bin so kaputt, ich brauche 10 Grinseblumen. Kriegst du, mein Freund? Kriegst du. In der nächsten Part kriegt ein anderer Freund auch noch ein paar Souvenirs von mir. Ja, danke, das ist voll social von dir. Was macht er jetzt? Sieht aus wie so ein riesiges Indianerzelt. Aber es ist in Wahrheit eine Wüste. Die Dino-Wüste, herzlich willkommen. Wer ist Dino-Wüste? Die werden ausgestorben. Dino-Randale ist das erste Level. Okay. Oh, warte, ich glaube, das hat man schon mal im Trailer gesehen. Ich glaube, ich weiß, was das für ein Level ist. War das nicht sowas mit so einem riesigen Skelett, was einen da verfolgt? Aber wow, sieht das gut aus, das Level. Also optisch gefällt mir das richtig gut. Und wir haben hier so gesehen ein neues Power-Up, nämlich so eine Dino-Schädel können wir tragen, mit dem wir alles zerstören können. Gegner und Sand. Aber zum Glück keine Blumen, denn die brauchen wir immer noch. Und genauso wie die Red Coins. Und Herzen, selbstverständlich. Da oben ist nicht zufällig was. Nö, sieht nicht so aus. Aber es ist halt schade, dass es dann wieder so eine recycelte Musik ist. Ich habe mir da was vollkommen Neues gewünscht. Oh, jetzt muss ich quasi mir von dem kleinen Spieler da helfen lassen. Aber mich natürlich auch selbst nicht von ihm ausspießen lassen. Ich kann ihm nicht mal die Schädelmaske wegnehmen. Komm mal her. Hörst du mal auf, mich die ganze Zeit zu rammen? Nein, komm. War knapp. Ich hätte fast nicht mehr gekriegt. Das nur wegen dem Depp da unten. Das sind doch bestimmt Herzen, oder? Yep. Aber die hätten wir sowieso schon komplett. Also von daher. Auch gleich das nächste Minispiel. Äpfel essen. Ja gut, aber das ist ja noch. Das ist ja einfacher als mit dem Ei in den Hintergrund zu zählen. Also das geht. Hör auf, mich zu verfolgen. Hier ist gleich die nächste Blume. Also mit den Blumen übertreiben kann man es auch ein bisschen übertreiben, wisst ihr? Oh, jetzt kriege ich auch endlich meine Dino-Maske. Kann ich damit den kleinen Spinner hier besiegen? Oh. Kann ich damit den kleinen Spinner hier besiegen? Nö, leider nicht. Wir sind uns ebenbürtig so gesehen. Was ist denn das da hinten, ne? Ach so, mit der Maske kann ich keine Eier mehr schießen, ne? Weil die zu schwer ist. Das heißt, ich muss sie erstmal abstellen und dann kann ich auf die Perle hier zielen. Ne? Aber das war auch immer nicht. LOL. LOL. Ich habe jetzt selbst das Outfit weggenommen. Ja gut, dann muss ich halt jetzt ein bisschen aufpassen. Ne? Wenn ich noch alle Herzen behalten will. Ich sollte vielleicht auch nicht mal alles kaputt machen. Wer weiß, ob der auf der Spitze nicht mal die ein oder andere Red Coin ist. Wir haben davon noch so wenig. Wir haben erst 6 und sind schon beim zweiten Checkpoint. Ach, schau mal, die Bomben sind auch wieder dabei. Aber diesmal sind sie auch mal nur Hindernisse und können mir nicht helfen. Ich
Turtle. Aber gut, man muss ja auch nicht immer mit Bomben ummontieren und einen auf Link machen, ne? So, jetzt kommt schon die nächste. In dem Morast möchte ich lieber nicht landen, ne? Wer weiß, was mich da, ob ich da wieder rauskomme. Ich glaub's nicht, deswegen probier es lieber erst gar nicht. Ich habe jetzt erst schon erwartet, dass hier so eine. Dass ich hier von was verfolgt werde. Das ist bis jetzt ja noch nicht der Fall. Aber vielleicht kommt das erst noch. Und wir sind schon beim Ziel? Und haben erst neun rote Münzen? Wie viel habe ich denn da bitte schon verpasst? Eine Blume fehlt mir auch noch. Okay, das Level muss ich mir nochmal gründlich anschauen. Ja, zwei Blumen fehlen mir und 11 rote Münzen. Das muss ich mir echt nochmal anschauen, was da schiefgegangen ist. Was darf nicht fehlen, wenn ich rote Münzen übersehen habe? Richtig, ein Geschenk im Hintergrund. Was denn auch sonst? Ja, hier unten unter dieser Sanddüne waren übrigens auch noch ein paar, ne? Ja, eine Blume, die ich vergessen habe, ist ganz oben. Man darf halt nur nicht gleich alles kaputt machen, so wie ich es getan habe. Schneiden. Jetzt machen wir zum Abschluss noch kurz das Wunderball-Automaten-Spielchen. Und zeigen, wie viel Geld wir haben. Auch wenn er schon 150 verlangt. Wobei, ich habe nicht mehr genug Geld für alles. Lol. Ja gut, dann kaufe ich ja jetzt mal nicht alles, sondern warte noch bis zum nächsten Part. Aber das ultra seltene war zumindest schon mal dabei. Wo ich sehr froh drüber bin. Einmal haben wir einen roten Eimer. Dann ein Siegel. Dann eine Salsa-Dose. Okay, dann ein Skeletosaurus. Dann ein Skeletosaurus-Schädel. Dann ein Kamel. Dann eine grüne Schubkarre. Dann eine Planierraupe und zum Schluss ein Kaktus. Und was es sonst noch hier drin gibt, das finden wir im nächsten Part heraus. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, könnt ihr wie immer einen Daumen hoch geben. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann und ciao.